Okay, also Aufnahme ist jetzt gestartet. Gut, wir sehen auf dem Graph im Prinzip verschiedene Szenarien, die sich anhand der Zahlen berechnen, die am 22.03.2020 in Deutschland vorliegen. Und diese Zahlen gingen zu der Zeit davon aus, dass die Zahl der Infizierten im Mittel täglich noch um etwa 30 bis 31% angestiegen ist, und führt da demnach auf ein exponentielles Wachstum, das etwa alle 3 Tage zur Verdopplung der Fallzahlen führt, also vom 22.03. abgerechnet, dann eben alle 10 Tage etwa zu einer Verzehnfachung der Fallzahlen, was man dann in dem Graph eben sieht, durch den Anstieg von 10 hoch 5 auf 10 hoch 6 und dann auf 10 hoch 7 bis irgendwann um den 20. April herum. Und dieses extreme ungebremste Szenario, das sich als rein mathematische Folge eines exponentiellen Wachstums ergibt, hat natürlich dann den politischen Aktionismus auch, Gott sei Dank, ja, also glücklicherweise initiiert. Die Menschen haben eingesehen, dass sie reagieren müssen. Und das politische Szenario, was hier zu der Zeit dann als erstes diskutiert wurde, waren die Ausgangssperren. In Deutschland dann beschlossen als Kontaktsperre, nicht so strenge Ausgangssperre. Ausgangssperre hat man ja in Bayern jetzt auch, in Sachsen. Im Prinzip ist aber die Frage, was passiert eben und gibt es überhaupt eine Chance, dass sich der Trend dieses exponentiellen Anstiegs umkehrt, wenn sich diese Übertragungsrate, die zu 30% Neuinfizierten, von einem Tag auf den nächsten äußert reduziert. Rein mathematisch wäre es jetzt so, dass ohne weitere Berücksichtigung jede Art von prozentualem Anstieg auf ein exponentielles Wachstum führt. Aber glücklicherweise gibt es verschiedene Randbedingungen, die man in jedem Fall berücksichtigen sollte. Zum einen ist das Virus nicht ewig infektiös, also Infizierte sind jetzt nicht immer infektiös, sondern je nach Literatur über einen Zeitraum von 3 bis 14 Tage. Da findet man eine sehr große Bandbreite. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass es individuell sehr stark schwankt. Jetzt ist es auch so, dass natürlich Menschen geheilt werden, glücklicherweise. Und zwar nach 3 bis 4 Wochen. Auch da gibt es positivere Zahlen, die schon nach gut 2 Wochen von einem auskurierten, also auch nicht mehr nachweisbaren Virus ausgehen. Ich habe jetzt mal in dieses Modell 2 Größen eingebaut, nämlich einmal die Annahme, dass die Menschen für 10 Tage infektiös sind und zweitens, dass es ein Ergebnis der Krankheit gibt. Ich nenne es mal so, weil es so auch in der Presse genannt wird. Kann also Todesfall oder Genesung sein und zwar nach 21 Tagen. Und genau, gerade dieser letzte Term führt dazu, dass die Kurven bei hinreichend niedrigen Ansteckungsraten tatsächlich abknicken. Das sieht man jetzt bei einer Reduktion auf 28%, das ist die rote Kurve, noch nicht. Bei 25% wird es auch dramatisch. Es ist auch bei den nächsten Kurven noch dramatisch, aber 25% wird niemals ein Maximum erreichen. Das habe ich hier nicht gezeigt. Aber nicht mehr durchgehend exponentiell. Ab 22,5%, und das hat mich selbst überrascht, dass ein sehr enger Bereich ist, knickt die Kurve plötzlich stark ab zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wie stark die Kurve abknickt, will ich auch nicht diskutieren, weil in dem Moment, wo die Zahlen fallen, das von mir verwendete Modell gar nicht mehr passt. Das heißt, es lässt sich eigentlich damit nur modellieren, dass ein Maximum erreicht wird und wann etwa das erreicht wird. Das heißt, nach diesem sehr vereinfachten Modell kann man also davon ausgehen, dass wenn diese Infektiosität von 31% auf, sagen wir mal, gut 20% gesenkt wird, dass dann überhaupt vor der natürlichen Grenze, die durch die Populationsgröße gegeben ist, schon ein Maximum erreicht wird. Das heißt, die Krankheit schon eingedämmt wird, bevor es sozusagen natürlicherweise es durchimmunisiert ist durch die gesamte Gesellschaft. Und genau das will man ja vermeiden, weil damit unser Gesundheitssystem gnadenlos gesprengt werden würde. Diese 20%, 22%, also die violette und grüne Kurve, sind jetzt auch nicht unbedingt erstrebenswerte Szenarien. Aber wenn wir uns da jetzt mal die Zahlen genau angucken, würden wir
auf 300.000 bis 1 Million Fälle steigen, irgendwann zwischen dem 14.04. und dem 25.04. Auch das würde unser Gesundheitssystem extrem überlasten. Das heißt, was wir eigentlich anstreben müssen, ist zumindest unterhalb dieser gelben Kurve mit 17,5% zu landen. Dann hätten wir das, was ja im Moment auch politisch diskutiert wird, worauf sich jetzt die ersten Zahlen verhalten, ja, also hoffnungsvoll hinweisen, dass das erreichbar ist, dass wir vielleicht unter 200.000 Fällen bleiben können. Vielleicht sogar, wenn man die Rate auf 10% senkt, unter 100.000 aktiven Fällen. Man muss hier sagen, das sind jetzt nicht die Gesamtinfizierten, sondern das sind die jeweils immer nur aktiven Fälle. Das sind wir im Moment in Deutschland bei 40.000. Und je nachdem, wie viele Menschen genesen, da kann es also auch beim weiteren Anstieg weit über 100.000 sein, dass diese Kurve der aktiven Fälle nie über 100.000. Das ist auch ungefähr ein Wert, der als unkritisch für unser Gesundheitssystem bezeichnet wird. Maximal 100.000 aktive Fälle. Das ist allerdings ein großer Anspruch an uns als Gesellschaft. Das bedeutet, wir sollten also darauf hinarbeiten, diese unterste Kurve ins Auge zu fassen und die Infektiosität auf 10% zu senken. Jetzt kann sich jeder mal selber fragen, was das für ihn bedeutet. Das bedeutet, dass jemand, der infiziert ist, nur alle 10 Tage, und das ist die Gesamtdauer, die er infiziert ist, quasi eine weitere Person infiziert. Das würde nämlich dann genau dazu führen, dass auch der sogenannte R-Faktor, auch ohne dass man überhaupt die Genesung berücksichtigen muss, also die Basisreproduktionsrate, auf unter 1 fällt. Wenn nämlich jemand 10 Tage infiziert ist, jeden Tag nur mit 10% Wahrscheinlichkeit jemand Neues infiziert, dann infiziert er mit kleiner 1 Wahrscheinlichkeit in 10 Tagen eine Person. Ganz platt gesprochen, das kann man noch besser rechnen, aber es ist ungefähr so, dass dann sozusagen nicht jeder, der infiziert ist, wieder eine oder mehrere Personen infiziert. Ohne Maßnahmen liegt dieser Reproduktionswert ungefähr beim Zehnfachen eben von diesen 30%, nämlich bei 3. Das heißt, im Mittel infiziert eine Person 3 Personen und das ist katastrophal. Wird zu diesem ungebremsten, schnellen, explosionsartigen Wachstum, wie es ja in der Presse berechtigt genannt wird. Nämlich der Verdopplung alle 3 Tage. 10%, so als Zielzahl, heißt jetzt leider nicht, dass jeder sozusagen, wenn man jetzt sagt, der vorhat mal 30%, wollen wir auf 10%, einfach seine Kontakte drittelt. Das wäre viel zu kurz gedacht, und zwar aus verschiedenen Gründen. Wir haben ja einerseits das Problem, dass die Infektionswege gar nicht bekannt sind. Das heißt, es kann Schmierinfektionen geben, vielleicht irgendwo im öffentlichen Raum, selbst in der eigenen Wohnung kann sein, dass theoretisch, wenn das Fenster offen ist, auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, aber jemand oben zum Fenster raus hustet, ja, Keime durchs Fenster reinkommen. Also wir kennen die Infektionswege nicht im Detail. Und man sollte vielleicht eher davon ausgehen, dass 10% erreichbar sind, wenn wir die Kontakte auf Null fahren. Oder sagen wir mal so, da das Ganze so kritisch abhängt von den tatsächlich erreichten Werten, sollten wir sicherheitshalber die Kontakte auf Null fahren, um eben nicht das Risiko einzugehen, dass wir in einer der höheren Kurven hier in der violetten, grünen oder gar blauen Kurve landen. Nur weil man ein bisschen zu leichtsinnig war an der Stelle. Man sieht den Graphen auch an, dass die Maxima, also auch der Anstieg, ja, weitergeht bis zum Maximum, so ist es hier definiert, nicht zu erwarten sind, selbst im günstigsten Fall vor 5., 6. April und bis dahin die Infektionszahlen auch weiter steigen. Das liest man jetzt ja auch in der Presse. Da heißt es, nächste Woche kommt der Sturm. Das heißt einfach, nächste Woche, so geht man im Moment davon aus, werden die Infektionszahlen die höchsten Werte erreichen. Wie die Kurven zeigen, ist die große Hoffnung, dass der Sturm nächste Woche und nur nächste Woche stattfindet. Nicht auch noch übernächste Woche und in 3 Wochen. Dass es irgendwie früher endet, sollte man gar nicht hoffen. Können wir hoffen, wird aber nicht eintreten. Wenn das jetzt also im Idealfall jetzt sich so verhält, dass nächste Woche sozusagen das Maximum erreicht wird, Ende nächster Woche wahrscheinlich,
wir also in der untersten oder in dieser schwarzen Kurve, die zweite von unten sitzen oder in der zyanblauen, die dritte von unten, das sind vernünftige Szenarien, dann wäre das für unser Gesundheitssystem relativ unproblematisch. Also diese um die 100.000 im Maximum angesichts der Tatsache, dass wir auch sehr viel testen in Deutschland, ist relativ unkritisch, wird von unserem Gesundheitssystem mit Sicherheit gut gewuppt. Wichtig wäre jetzt allerdings, diese Entwicklung bis dahin noch auch sehr gut im Auge zu behalten. Denn was man jetzt sehen kann, ist, dass während bis 29.03. die Kurven also ziemlich eng beieinander liegen. Da gibt es dann auch diesen zweiten Graphen mit dem Büschel, das den Bereich nur vom 23.03. bis zum 26.03. bezeichnet. Da kann man eigentlich die Szenarien nicht voneinander unterscheiden, weil so viele Ungenauigkeiten und Annahmen jetzt auch drinstecken, auch die Zahlen, die kommen, nicht ganz immer top aktuell sind, dass wir jetzt nicht sagen können, ah ja, wir sind sicher auf der untersten oder auf der drittuntersten Kurve und definitiv nicht auf der roten oder schwarzen Kurve ganz oben. Kann man versuchen, ist allerdings möglicherweise fehlerbehaftet. Nach dem 29.03. gehen die Kurven ziemlich stark auseinander. Wenn man wieder auf den ersten Graph guckt, sieht man, dass man doch Anfang April ziemlich genau wird sagen können, wo man sich befindet. Also jetzt in 3, 4 Tagen wird man sagen können, okay, wir werden mit 100.000 davonkommen oder eben nicht. Was man auch sieht, die Graphen sind erstmal berechnet bis zum bei durchgehend reduzierter Kontaktsperre, ne? Also bei durchgehend reduzierter Infektiosität. Das heißt, diese Diskussion jetzt in der Presse auftauchen, dass wir jetzt langsam mal wieder mehr zulassen müssten, sind völlig absurd. Also wir sind jetzt noch in einem steigenden Bereich der Infektionszahlen. Würde man jetzt, ich hatte so einen Graph mal vorbereitet, das ist aber eigentlich relativ banal. Also würde man jetzt 29.03. zum Beispiel übermorgen die Kontakte wieder zulassen, dann würde einfach diese braune oder gelbe Kurve, die abknickt, oder die violette, wieder strikt parallel zur schwarzen Kurve oben weiterlaufen. Das heißt, dann hätte man vielleicht diese Woche Zeit gewonnen, in der diese Maßnahmen stattgefunden haben, aber eben überhaupt kein Ergebnis hinsichtlich der Gesamtzahl. Die würde einfach später in beliebiger Höhe auch erreicht werden. Dementsprechend müssen wir dadurch, ein Glücksfall ist, dass die aktiv Infizierten durch die Heilung, die nach 20 Tagen auch wirklich eintritt, dann vielleicht nicht ganz so steil wie hier angezeichnet, ich habe es deswegen auch abgeschnitten, weil es dann irgendwann nicht mehr sicher ist, aber doch relativ steil fallen werden. Wir sollten sprechen über ein Aufheben dieser Maßnahmen, sobald diese Kurven alle irgendwo unter die 10 hoch 4 deutlich, vielleicht eher so gegen 0 gefallen sind. Das wäre also in den idealen Ende der Osterferien, 20. April herum. Wenn wir nicht ganz so gut sind, kann es auch sein, dass es ein bisschen länger dauert, dann vielleicht Ende April. Das wäre eine sinnvolle Maßnahme, dahin sozusagen diese Kontakte strikt nach Möglichkeit auf Null zu halten, um sie dann zu lockern, wenn die Infektionszahlen runtergegangen sind. Und da müssen wir uns wohl oder übel auf Ende der Osterferien stellen. Wie man dann weitermacht, da gibt es verschiedene Diskussionen. Es macht sicherlich keinen Sinn, wenn die Infektionszahlen nahe Null sind, noch Kontakte zu unterbinden und das öffentliche Leben einzudämmen, weil die Leute auch dann irgendwann durchdrehen. Man könnte sowas machen wie phasenweise Kontakte zu unterbinden. Ich denke, das Entscheidende ist, immer diese Zahlen im Auge zu behalten. Sobald es ansteigt, muss man vielleicht einfach eine Woche reinschalten mit Kontaktsperre. Es gibt dann die Diskussion, ob man vielleicht junge Menschen durchinfizieren lässt, Ältere schützt. Das sind Diskussionen, die sind in dem Modell hier nicht enthalten, will ich jetzt da auch gar nicht thematisieren. Es geht jetzt erstmal um die aktuelle Welle. Die aktuelle Welle ist eben nicht, wie man sieht, in keinem Szenario vor Ostern herum überhaupt bewertbar. Vielleicht, sage ich mal, in der Woche vor Ostern abschätzbar, wo es etwa hinläuft, aber das Maximum auf keinen Fall vor Ostern erwartbar. Und auch nicht früher als eine Woche nach Ostern ausgestanden. Gute Nachricht für mich im ganzen Szenario ist doch, dass diese starke Abhängigkeit von den Zahlen eben verspricht, dass ein bisschen mehr Anstrengung einen ganz großen Effekt haben kann. Also wenn Leute denken, naja, jetzt gebe ich halt mal einem die Hand, da kommt es auch nicht drauf an, dann ist das eine ganz grundfalsche Haltung.
Es ist auch so ein bisschen dieses Schmetterlingsflügelschlagprinzip. Es kann eben sein, wenn nur jeder Dritte so denkt, dass die Zahlen dann durch die Decke gehen, während wenn man es gelassen hätte, die Kurve knicken und auf Null gehen würde. Ich habe es ja gerade schon dargestellt. Ne? Wenn man eine Person in 10 Tagen infiziert, als Infizierter, dann gehen die Kurven runter. Wenn es mehr als eine sind, das heißt, wenn nur jeder Zehnte 2 infiziert und 9 eine, dann steigen die Zahlen. Also das sind sehr sensible Abhängigkeiten. Und da sollte sich jeder auch an die Nase fassen, an der Stelle zu sagen, ich vermeide es also wirklich komplett. Der Unterschied von 10% auf 15 oder gar 20% ist hier eben unter Umständen ein Faktor 10 in den Infizierten. Und wie wir in Italien gesehen haben, ist ein Faktor 10 in den Infektionszahlen eher mehr als ein Faktor 10 in den Todesfällen, weil ja die Menschen, die dann das Krankensystem überlasten, dann eben auch schneller zum Opfer werden. Das heißt, dann steigen eben die Mortalitätsraten auch von 1 oder unter 1% auf eventuell 8 bis 10%, weil das System einfach nicht mehr hinterherkommt. Und ja, das kann man also relativ genau abschätzen. Mich ärgert es immer, wenn ich lesen muss, man könnte es nicht abschätzen. Man kann es sehr genau abschätzen, wie es sich entwickelt. Die Politik reagiert ja auch angemessen und thematisiert es auch in meinen Augen jetzt erstmal so, wie es ist. Sie sagen, man kann jetzt vor nächster Woche noch keine entscheidenden Aussagen fällen. Die Presse macht meiner Meinung nach einen großen Fehler, die steigenden Zahlen derzeit doch noch so als Horrorszenario darzustellen. Ich lese immer wieder, dass es die skyrocketing Numbers und was weiß ich. Wenn man jetzt diesen Graph anguckt, sieht man, dass also sowas in jedem Fall zu erwarten ist. Selbst wenn wir einen Graph hätten, der 0% Infektionsrate hat, würden aufgrund der in der Vergangenheit erfolgten Infektion noch mindestens für eine weitere Woche die Zahlen hochgehen. Und zwar exponentiell bis gedämpft exponentiell. Das heißt, erst nach dem 29.03. fangen die Kurven an, aus dem exponentiellen Wachstum rauszugehen. Vorher sind sie alle exponentiell, nur mit unterschiedlichen Steigungen. Und exponentiell heißt auch, dass die neuen Fälle sich exponentiell entwickeln. Also so wie sich die Infizierten in Zeiträumen von 3 Tagen verdoppelt haben, haben sich natürlich auch die Neuinfizierten in Zeiträumen von 3 Tagen verdoppelt und wissen nur nicht raus aus der Wachstumsphase. Das heißt, es ist absolut zu erwarten, dass wir in Deutschland möglicherweise, bevor die Kurven abknicken, also vielleicht jetzt von Samstag auf Sonntag, ja, vielleicht haben wir da einen Effekt, wo da nicht übermittelt werden, dann ist es halt Sonntag auf Montag oder Montag auf Dienstag, die höchsten Infektionsraten überhaupt sehen werden. Und das wäre nach diesem Modell sogar zu erwarten, allerdings dann hoffentlich der letzte, ja, der höchste Wert überhaupt, eben wie ich gerade gesagt habe. Also danach sollte es dann runtergehen. Gut, das wäre jetzt erstmal sozusagen zur Mathematik an der Stelle. Das will ich jetzt gar nicht zu sehr vertiefen. Ich würde deswegen jetzt erstmal Stopp machen und ja, euch fragen, ob ihr jetzt konkret Fragen habt oder Anmerkungen zu dem Ganzen. Stelle jetzt eigentlich nicht. Und so wie du gesagt hast, dass die Presse das natürlich anders meldet. Ja, das ist halt immer mit zu rechnen, weil es verkauft sich halt besser, wenn man möglichst sensationell ist. Und was mich da ein bisschen stört, ist auch, wenn es dann so Corona-Live-Ticker und ich weiß nicht, was alles gibt und jeder neue Fall wird gemeldet, weil damit macht man Leute wahnsinnig, die jetzt auch sich eben nicht so auskennen mit den Sachen, die du gerade erklärt hast, wofür ich auch nochmal Danke sagen möchte, weil das sehr gut verständlich und übersichtlich war. Ja, das teile ich voll und ganz. Wir haben diese komische Schere zwischen Sensationsjournalismus auf der einen Seite und auch einer Form von Sensationsjournalismus auf der anderen Seite, nämlich irgendwie sich als der große Corona-Gönner und Versteher hinzustellen, der das Ganze entlarvt als gar nicht so schlimm. Das ist genauso, das ist vielleicht noch schlimmer. Wird dann auch zu Recht gegeißelt. Das Ganze ist wahnsinnig schlimm. Das sollte man die Augen nicht vor verschließen. Aber das Entscheidende, denke ich, hier ist, dass die
Strategie verspricht, dass das Ganze in den Griff zu bekommen ist, beziehungsweise schon in den Griff gekommen ist. Und zwar genau deswegen, weil die Zahlen so sind, wie sie sind, bestätigen, sodass es im Griff ist. Die Chinesen kommen ja auch nicht rüber und sagen, wir helfen, weil sie das Gefühl haben, hier läuft alles total aus dem Ruder. Ne? Also ich denke, die haben, was auch immer da an Zahlen real ist oder nicht, das will ich jetzt auch gar nicht diskutieren, in ihrem Land eine starke Eindämmung erreicht. Südkorea hat es in jedem Fall erreicht, ohne jeden unter Quarantäne zu stellen. Wahrscheinlich mit einer Strategie, in dem einfach alle, fast alle Menschen getestet wurden, die irgendwie in die Risikogruppe hätten fallen können. Also nicht Risikogruppe, sondern potenziell infiziert sein können. Ich weiß nicht, wie viel sie absolut am Ende getestet haben, aber eben richtig, richtig viele. Und dann auch alle Fälle isolieren konnten. Denn das Modell sagt, es ist im Prinzip genau eins nötig, nämlich diejenigen, die infiziert sind, voneinander zu trennen. Das kann man erreichen, indem man alle trennt. Das ist dann ein bisschen schmerzhaft für die, die nicht betroffen sind. Oder indem man halt diejenigen trennt, die infiziert sind. Das hat Südkorea anscheinend sehr stark geschafft, ohne jetzt jeden unter Quarantäne zu stellen. Und da finde ich es auch, dass wir an der Stelle vielleicht auch die Hilfe annehmen sollten, auch positiv bewerten sollten, wenn China sich jetzt anbietet zu helfen. Und ich würde vielleicht gerne noch dann auch zwei, drei Aspekte eher ins Spiel bringen, was vielleicht so generell an positiven Effekten aus dem ganzen Corona-Desaster resultieren könnte. Denn das Ganze ist natürlich schlimm, aber eben im Griff, wie gerade gesagt. Und zwar genau wie du gesagt hast, ohne dass man jetzt jeden Tag auf die Zahlen starren müsste. Am besten wäre es wahrscheinlich, man würde einfach mal komplett unterbrechen, 3 Tage überhaupt nicht berichten und dann mal wieder ein Zwischenfazit ziehen. Das wäre natürlich, dann hat man 3 Tage keine Nachrichten verkauft. Das ist natürlich nicht im Interesse der Presse. Ein Artikel wie Boris Johnson hat jetzt auch Corona, ne, ist natürlich total wichtig in der ganzen Diskussion. Und wer alles gestorben ist, ist auch so wahnsinnig wichtig für uns alle, damit jeder sich nochmal vor Augen halten kann, wie nah die Einschläge schon gekommen sind. Ich glaube, wir sind lang drüber hinweg, dass wir in Bereichen leben, wo Corona sich nicht nähert. Corona wird die Menschheit durchdringen, wie andere Viren, hoffentlich ohne Gesundheitssysteme zu überlasten und hoffentlich ohne, dass man vielleicht, also hoffentlich mit einem Impfstoff, der demnächst mal existieren könnte, in 1 oder 2 Jahren vielleicht sogar flächendeckend für alle. Und die Zahlen sagen, okay, das ist durchaus okay. Ja? Also wir haben eine gute Perspektive, dass es so weit kommt, dass wir also mit einem vernünftigen Szenario da enden werden, dass wir alle diesen Impfstoff noch erleben werden. Ja, wahrscheinlich nicht alle, weil irgendwann schlägt es immer zu, aber doch die meisten, gerade die jetzt noch gesund und in 2 Jahren auch noch gesund sind. Ich finde eine Sache schon mal sehr bemerkenswert. Man denke, das ist auch für uns als Piraten ein spannendes Thema, wie nämlich die digitale Kommunikation durch Corona gepusht wird. Ich bin ja selber auch an der Uni tätig und unterrichte da. Und da ist es so, dass jetzt unsere digitale Lehre quasi eine Renaissance erlebt. Das Ganze war vor einigen Jahren schon mal so eine Art Hype und ist jetzt aber wirklich zu einem notwendigen Tool geworden, auch mit einer breiten Akzeptanz. Ich bin ja in Halle, an der Martin-Luther-Universität Halle. Da sind also die Professorinnen und Professoren einschlägig und eindeutig ganz klar auf der Seite gewesen, wir wollen Online-Lehre machen. Wir machen unsere Vorlesungen im Netz ab 6.4. offiziellem Vorlesungsstart dieses Jahr. Das heißt, das Semester beginnt bei uns am 1. April. Nur die Präsenzlehre beginnt vielleicht erst nach dem 20.4. Offiziell heißt es ja jetzt 20.4. Und ab 6.4. wird man sich bei uns einklinken können und online teilnehmen können. Das finde ich sehr spannend, dass solche Möglichkeiten jetzt eben auch wirklich zum integralen Bestandteil unserer Gesellschaft werden. Vielleicht erreicht man, dass es in Zukunft auch möglich ist, ALG-II-Anträge online zu stellen. Im Moment geht es ja anscheinend. Warum soll es denn nicht gehen, wenn die Krise überstanden ist? Ne? Vielleicht kann man auf die ein oder andere Bedürfnisprüfung in Zukunft verzichten, wenn es darum geht, den Menschen einfach eine Sicherheit zu geben an der Stelle. Auch da hat man erkannt, dass es jetzt gerade sehr wichtig ist, für Betroffene Sicherheiten zu gewähren. Vielleicht sehen wir da einen positiven Effekt auf die Gesellschaft, der dazu führt, dass nach der Krise
die Idee Bestand hat, bis hin zum bedingungslosen Grundeinkommen, das ja jetzt endlich ein bisschen in den Aufmerksamkeitshorizont gerückt ist. Und meine Hoffnung ist, dass eben ganz viel gute politische und auch technische Möglichkeiten, die sich in den letzten Jahren in die Diskussion bewegt haben, diese Krise überleben und dann vielleicht im Nachhinein sich sogar ein bisschen stärker verbreiten, als sie ohne Corona verbreitet hätten. Also ganz, ganz, ganz große Sachen, das Grundeinkommen auf der einen Seite oder die ganze digitale Partizipation auf der anderen Seite. Das würde ich jetzt auch sehen in vielen, weil ich habe mir jetzt die Tage, man hatte ja Zeit, auch so manche interessanten Vorträge auch angehört und sogar, ja, sogar ich habe mir 3 Theaterstücke angeschaut online, was ich sonst ja nie gemacht hätte. Aber bei diesen Vorträgen zum Beispiel auch, wenn es ums 14. Jahrhundert ging, also zum Beispiel die große Pest damals, 1347, 48 folgende, und die Auswirkungen, die das nachher gerade in Europa auch hatte. Und da hat es auf vielen Gebieten, auf dem sozialen Gebiet, kulturell und so weiter, gab es eine ganze Menge Auswirkungen, wo man später gesagt hat, oh, das ist ja ziemlich gut. Und von daher denke ich, dass auch daraus, was wir jetzt haben als Krise, da einen Schub geben kann in manchen Stellen. Und gerade beim Grundeinkommen habe ich mit Freude verfolgt, die Leute, die noch vor ein paar Wochen ganz vehement dagegen waren, mittlerweile die Sache auch ein bisschen anders sehen. Und da denke ich auch, dass wir da sehr gefragt sind, auch Zukunftsvisionen unter die Leute zu bringen, weil das sehe ich von anderen jetzt nicht wirklich so. Und das wäre die Möglichkeit. Sollte man durchaus nutzen und natürlich auch im Zusammenhang mit Hinweisen, was man vielleicht nicht machen sollte, weil in Südkorea waren auch Sachen, die ja, das möchte ich hier nicht haben, sage ich mal, ne? Dann in die Privatsphäre und so weiter gehen. Aber das könnte wirklich unsere Stunde auch sein, sage ich mal, ganz hoffnungsvoll. Ja, ich denke, wir sollten an der Stelle wirklich nochmal klar machen, was sozial und wissenschaftlich Sinn macht und was nicht. Zum Beispiel sehr schön auch auseinandergenommen, wie sinnlos es ist, die Grenzen zu schließen, wenn auf beiden Seiten der Grenzen die gleiche Infektionsrate vorliegt. Also das ist so ähnlich, als würdest du sozusagen, wie soll man es vergleichen, ne? Also das kann man sich vorstellen, wenn du einen Algenpool hast, in dem wachsen Algen, wie diese Bakterien oder Viren in dem Fall und du ziehst da einfach eine Plexiglasscheibe rein, dann wachsen die halt auf beiden Seiten weiter. Damit erreicht man gar nichts. Und das haben ja zum Glück auch einige Ärzte dargestellt. Natürlich bedauert das, bis es in die Köpfe reinkommt, dass man vielleicht sehr viel erreicht, indem man aufeinander achtet. Ich denke, das Entscheidende an so einem Kontaktverbot ist weniger die Polizei, die das durchknüppelt auf der Straße, als mehr die Achtsamkeit der Menschen. Und man sieht ja auch an den Kurven in Ländern, in denen generell eine soziale Distanz größer ist als in Deutschland. Soziale Distanz klingt eigentlich auch wieder negativ. Vielleicht sagen wir mal einfach, eine räumliche Distanz zwischen Menschen eher gehalten wird als übliche Verhaltensweise, wie in Japan zum Beispiel, dass da die Kurven von Anfang an langsamer gestiegen sind. Und das ist auch ganz klar, ne, weil nur auf die Sachen kommt es an. Und wenn man da mehr aufeinander achtet, also ein bisschen sagt, okay, ich geb jetzt dem anderen nicht deswegen die Hand oder nicht deswegen nicht die Hand, weil ich Angst habe, ich infiziere mich, sondern weil ich ihn nicht infizieren will oder sie. Also ich selber habe mir irgendwann auch mal angewöhnt, was ich früher nie gemacht habe, wirklich, wenn ich einen Schnupfen habe, sagen, ich gebe die Hand nicht, und zwar zu deinem Schutz. Also das sage ich jetzt nicht so ausführlich, sondern ich sage dann dazu, naja, lieber nicht, ne? Ich habe es ein bisschen in der Nase und die anderen sind immer froh, dass man es nicht getan hat. Und ich glaube, so ein bisschen ein Selbstverständnis zu entwickeln, dass wir einfach aufeinander ein bisschen Acht geben an der Stelle, wäre ein ganz großer Mehrwert und würde uns gleichzeitig auch helfen, dass die ganze Krise, wie sie akut vorliegt, nicht so stark wird. Und ich habe so eine These, die ich auch kürzlich diskutiert habe mit einem Philosophen. Da ging es um die Frage der Evolution. Und Evolution ist natürlich einmal in der Gesellschaft durch die Nachkommen genetisch, das ist ein Aspekt.
gibt dann noch die große Evolution des einzelnen Individuums während seiner Wachstumsphase vom kleinen Kind bis zum alten Greis oder Greisin. Also die Ontogenese und die Phylogenese, aber es gibt ja noch eine ganz andere Evolution, nämlich so eine Art gemeinsames Verständnis, gemeinsame Intelligenz, so die Schwarmintelligenz von allen. Und ich glaube, dass da sowas wie Corona und die Erkenntnis, wie die Maßnahmen eigentlich sind, um dieses Virus zu unterbreiten, zum Evolutionssprung unserer Schwarmintelligenz führen könnte. So ein bisschen eine neue Randbedingung, die dazu führt, dass der Schwarm einfach erkennt, was für ihn als Ganzes eine sinnvolle Verhaltensweise ist. Und ich fand es immer schlimm, wenn bestimmte Pressemaßnahmen, Artikel, politische Sachen gleich Verhalten nach sich gezogen haben. Aber ich muss sagen, jetzt bei der Corona-Krise, ich finde es manchmal ganz angenehm, wenn irgendwie Leute so, ja, also manchmal sich so gegenseitig ein bisschen zu nahe kommen auf der Straße und dann die Leute da auch tatsächlich ein bisschen jetzt skeptisch sind, weil das ist in meinen Augen tatsächlich ein Problem. Und man muss jetzt nicht gleich aufschreien, aber den Leuten mal zu sagen, Mensch, haltet mal ein bisschen Abstand. Stellt euch mal vielleicht mal 2 Meter Abstand. Wenn einer von euch infiziert ist, muss es ja nicht morgen jeder haben. Finde ich ganz angenehm. Und diese Art Bewusstsein schadet auch niemandem, außer wenn dann diesem Virus, und ich glaube, da hat keiner was dagegen, dass wir gemeinsam versuchen, diesem Virus maximalen Schaden zuzufügen. Ja, an der Stelle ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig, gerade in den sogenannten westlichen Ländern, unter Anführungszeichen, weil im Gegensatz zu Japan, Südkorea und den Gegenden, die ja auch andere Traditionen haben. Konfuzius und anderen sei Dank. Dass gerade in den letzten Jahren sich zunehmend herausbildet, eine Art von Individualisierung, die ich selber sehr unangenehm finde an vielen Stellen. Also wo sich Gruppen immer mehr aufspalten und jeder es ganz wichtig findet, dass nur die eigene Gruppe sich irgendwo durchsetzt und wer schreit am lautesten, wer greift die meisten Fördergelder ab und wer macht sich am wichtigsten. Das widerspricht sowas. Und genauso wie auch zum Beispiel die Reaktion der verschiedenen Länder, auch in der EU, und das wurde zum Beispiel auch von Italien aus, wird das sehr stark kritisiert, wenn man da mit Leuten redet, dass die EU-Länder auf einmal ruckzuck, als hätte man nie was anderes gemacht oder haben wollen, Grenzen dicht gemacht haben. Und jeder nur auf sich geschaut hat und nichts abgestimmt wurde, so wirklich. Und wie manche in Italien gesagt haben, ja, die EU, immer wenn es geht um irgendwelche Regularien, um irgendeine Kleinigkeit, wie, was weiß ich, die Zusammensetzung eines Käses, da sind sie da. Und jetzt, wo es mal wichtig ist, was war da? Wo waren die? Was ist passiert? Und da wieder zurückzufinden, dass man zwar seine Eigenarten pflegen kann, aber bei den wichtigen Dingen auch wieder zusammenkommen kann. Mhm. Und sich da auch mal zurücknehmen zur Not an der Stelle und sagen, komm, da lassen wir 5 Grad sein, wir haben gerade ein gemeinsames Interesse. Also da eine gewisse Mentalitätseinstellung hinzubekommen, wäre, glaube ich, nicht unwichtig. Ja, ich glaube, es muss eine neue Form der Individualität, des Individualismus ist formuliert oder auch bewusst werden an der Stelle. Eben nicht das, was in Richtung Nationalismus geht, dass eine Gruppe als Gruppe einen bestimmten Wert hat und diese Grüppchenbildung, die dann stattfindet, bis hin zur Abgrenzung, Partikulärinteressen zu vertreten, separatistisch zu denken oder nationalistisch zu denken, dann irgendwie ein Gedanke wäre, der stärkt. Da zeigt das Virus jetzt an der Stelle, es funktioniert so gerade nicht. Ne? Also erstens mal wird die Gruppe schnellstens durchdrungen, wenn sich die Individuen da drin dann eben alle entsprechend untereinander austauschen. Und zweitens mal wird so eine Gruppe, die will ja auch gar nicht als solches völlig separat sein, also auch nicht erreichen, dass sie von außen nicht infiziert werden würde. Ich nehme mal das Bild weiter oder andere infizieren würde. Ich glaube, der Individualismus, an dem man hier hinkommen muss, ist so eine Art solidarische Anarchie. Also im Prinzip ist eben keine Gruppenzugehörigkeit mehr gegeben, weil schon zu zweit zu sein, ich sag's mal so, auch diese Kontaktsperre, natürlich das mit den 2, dass sich 2 noch treffen dürfen, hat ja einen ganz klaren Grund, weil man eben im Sozialen Partnerin oder Partner noch treffen kann und will und darf.
Aber im Grunde ist diese Zahl auch ein bisschen komisch, weil wenn ich jeden Tag jemand anderen treffe oder am besten jede Stunde und wir nie mehr als zwei Personen sind, infiziere ich trotzdem ganz schön viele Menschen. Im Prinzip müsste man sagen, man sollte eigentlich individuell bleiben. Vielleicht bis auf Partnerin oder Partner. Einen Satz fand ich ganz, ganz hübsch, weiß jetzt nicht, wer es gesagt hat, so eine Art unsichtbare Barriere um sich ziehen. Aber nicht, das würde, glaube ich, auch gar nicht dazu führen, dass die Welt egoistischer wird. Denn kein Mensch baut wirklich drauf, ganz allein irgendwie durchzukommen und die anderen alle fernzuhalten. Wenn dann als Grüppchen, und genau das ist falsch. Viel besser wäre es, wenn wir alle untereinander gleich solidarisch sind, aber eben mit dem großen gewissen Abstand, den diese Anarchie mit sich bringt. Ne? Also so eine Art Selbstverantwortlichkeit hinsichtlich der Frage, wie weit darf ich eigentlich in die Sphäre, in die Privatsphäre auch des anderen eingreifen? Eigentlich gar nicht am besten. Da haben wir auch diesen Aspekt drin mit Überwachung. Es ist eben nicht gut, sich in die Privatsphäre der anderen einzumischen. Am Ende übertrage ich noch ein Virus. Ja, sollten wir tun, ist unterlassen. Sondern wir sollten allein sein dürfen und aber darauf achten, wie es den anderen dabei geht, aus dem nötigen Abstand heraus. Und wenn das Bewusstsein, so eine, also ich nenne es mal so, so eine Art soziale oder solidarische Anarchie, anstatt allem, was sich so an Grüppchenabgrenzung definieren lässt. Ja, ein extremes Beispiel sehen wir jetzt da in Griechenland ja auch. Also Moria und das, was da an der Grenze sich abspielt. Man könnte sich auch vorstellen, ja, puh, da brauchen wir nicht hinschauen. Das lassen wir jetzt alles irgendwie, wie es ist und Hauptsache, die Leute kommen uns nicht näher. Und mit der irren Vorstellung, dass auch das Virus darauf Rücksicht nimmt. Dass das Virus irgendwo einen Zaun sieht und sich denkt, oh, da ist ein Zaun, da gehe ich jetzt nicht weiter. Ja, Und das wird. alleine aus Egoismus. Also selbst wenn Leute richtig egoistisch sind, müssten sie eigentlich sagen, Moment, das wollen wir nicht, weil das schlägt auf uns zurück, wenn es dumm kommt. Ja, in der Tat, wir dürfen kein Zuchtmilieu für dieses Virus schaffen. Ja, das heißt, wir dürfen eben keine Menschengruppe dazu zwingen, eng aufeinander zu hocken. Und das wird mit den Flüchtlingen gerade ganz enorm getan, sie dazu zu zwingen, ja, sich gegenseitig zu infizieren, wenn es denn einer hat. Und das ist also absurd an der Stelle. Im Prinzip müsste eigentlich jetzt als Notmaßnahme, um eben diese Ausbreitung des Virus in allen Bereichen maximal zu bekämpfen, müssten sofort die Flüchtlingslager aufgelöst werden. Und die Menschen im Zweifelsfall ja, individuelle Wohnungen zugewiesen werden, bekommen und dann eben unter Quarantäne gesetzt werden. Ne? Und wenn wir diese Kapazität nicht haben, dann sollte man trotzdem versuchen, das Menschenwürdigste und auch vor allem eine Möglichkeit zu schaffen, in der diejenigen, die betroffen sind, spüren, dass sie betroffen sind, sich sofort äußern können und das sagen können, ich möchte mich testen lassen, ja, ich gehe dann auch in Quarantäne, ich will aber verhindern, dass ich andere infiziere. Und solange wir das nicht schaffen, haben wir es auch nicht anders verdient, ich sag's mal so, als dass dieses Virus dann persistenter ist, als es sein müsste. Also wir müssen solche notgedrungenen, aufeinandersitzenden Situationen wie in diesen Lagern auflösen, um auch als Gemeinschaft eine Chance zu haben, dieses Virus maximal zu bekämpfen. Ja, und das ist auch eine der Stellen, wo ich im Moment wirklich sehr geschätzte EU macht mir viel Bauchweh. Also jetzt nicht nur, weil da Reaktionen am Anfang gut wie gar nicht da waren, aber auch so Sachen wie man kann doch Griechenland nicht alleine lassen in der aktuellen Situation. Nach dem Motto, das ist halbwegs weit weg, da ist ein Zaun drum. Sollen die Leute schauen, was passiert? Ja, in Europa Das hat müsste. Nebenwirkungen. Das hat auch Nebenwirkungen sonst auf die Gesellschaft. Und eben auch so wie in Italien die Stimmung so ein bisschen jetzt wird. Und das ist auch in anderen Ländern wahrscheinlich so, dass sich welche alleingelassen fühlen von dem Ganzen. Und dann kann man nicht erwarten, dass wir hinterher noch besser zusammenwachsen, wie es eigentlich nötig wäre. Weil das Virus guckt nicht, ob irgendwo eine Grenze ist. Natürlich nicht, ne? Das Virus Ja. muss versucht werden, regional in den Brandherden, das ist wie Glutnester im Wald. Ne? Wir sind der Wald und das Virus sind die Glutnester. Natürlich kann es nicht funktionieren, wenn ich einfach nicht hinschaue, wenn irgendwo ein Glutnest existiert. Wir müssen verhindern, dass solche Glutnester existieren. Und
Waffen gibt es genug. Das Ganze ist natürlich noch gespickt von Partikulärinteressen, die gerade aus dieser alten nationalistischen Denke gespeist werden oder auch aus Machtinteressen gespeist werden. Ob das jetzt sozusagen einmal die Behauptung ist, dass Menschen, die jetzt in solchen Lagern einfach mal existieren, dazu beitragen, dass das Virus, also wir diskutieren es ja gerade, solange wir diese Situation aufrechterhalten, trägt die dazu bei, dass dieses Virus sich stärker verbreitet. Und als menschlich denkender Mensch muss man deswegen sagen, die Lager müssen aufgelöst werden. Dass dann sowas als Hass projiziert wird, ist natürlich eine Konterreaktion, die man dann gerade bei den Faschisten oder Nationalisten in dem Bereich sieht. Eine andere Sache ist diese Machtinteressen, die sich dann äußern, wie zum Beispiel von Orbán in Ungarn, der die Situation ausnutzen will, um sich selber am Parlament vorbei fast uneingeschränkte Macht zu verschaffen, sowohl um freie Meinungsäußerung zu unterbinden, wenn sie den Regierungsinteressen widerspricht, eben mit der Behauptung, sowas wäre konträr zu Fake News sozusagen der Kampagne zu handeln, dass man sowas unterbinden möchte dabei. Es ist ein Riesenunterschied, sage ich mal, ob Gremium oder eine Gemeinschaft feststellt, dass bestimmte Nachrichten falsch sind oder eher das als individuelle Person machen darf. Ne? Und dass man das jetzt überall beobachten, ist ein bisschen traurig. Was mir Hoffnung gibt, ist, dass tatsächlich der Trend, den wir jetzt beobachten, an vielen Ecken, an manchen Ecken leider nicht. Ne? Die Lager gibt es jetzt immer noch, die Flüchtlingslager, wie jetzt das Parlament am 31. entscheidet, wenn Orbán seinen neuen Gesetzesentwurf einbringt, wird sich auch noch zeigen müssen. Aber es ist doch relativ transparent, was eigentlich wirklich stimmt. Und ich glaube, das hat einen Grund, weil die Menschen sehr stark auf die Wissenschaft gucken und die Wissenschaft im Ganzen an der Stelle eben keine Machtinteressen hat. Sie hat noch nie Macht bekommen in der Geschichte, ist es gar nicht gewohnt, damit umzugehen. Ne? Leute wie der Christian Drosten sagen, es ist total unangenehm, wie er jetzt als Person so im Mittelpunkt steht. Wissenschaftler wollen da eigentlich an der Stelle nur versuchen, ihre Wahrheit weiterzutreiben. Und dadurch hat man so einen gewissen Rat, der eine Ultima Ratio äußert, die nicht getrieben ist von partikulären Interessen. Und auf den hören die meisten. Und vielleicht ist das Grund dafür, dass dann gerade solche Tendenzen tatsächlich populär werden wie über ein Grundeinkommen oder zumindest mal eine solo-selbstständige Unterstützung zu reden, zumindest mal drüber zu reden, dass wir also zusammenhalten müssen an der Stelle und als Gemeinschaft das Virus besiegen können. Es geht ja zum Glück nicht durch die Presse, dass es jetzt so geil wäre, die nächste Grenze auch noch zu schließen. Und ich habe das Gefühl, dass gerade diese Fokussierung auf wissenschaftliche Fakten, die nötig war, um überhaupt das Problem zu erkennen, auch noch so ein bisschen im Kielwasser dazu führt, dass wir die richtigen politischen Entscheidungen treffen. Weil die Leute sich eben nicht so leicht ablenken lassen von Leuten, die irgendwo krähen, wenn sie noch nicht in Erscheinung getreten sind. Ich sage mal so, im Moment habe ich nie erlebt, dass bestimmte Parteien, die nur Mist erzählt haben in den letzten Jahren, so aus dem Radar waren. Und wie äußert sich? Das äußert sich in fallenden Umfragewerten. Ja, und das ist auch gut so. Also vielleicht wachen die Leute auch auf durch diese ganze Situation. Das ist zu hoffen und das gilt für Deutschland. Ja. Also weil du auch erwähnt hast, so gegen Fake News vorzugehen, angeblich, das ist ja nicht nur der Herr Orbán, also da hört man auch aus Slowenien und aus Bulgarien und anderswo keine hoffnungsvollen Berichte. Ja. Also ich habe mich da unlängst auch über die slowenischen Piraten so ein bisschen mit Hilfe des Google-Übersetzers und den Resten, die ich so ein bisschen verstehen konnte, da mal durchgeguckt. Also da scheint die Presse ja auch ziemlich eingeschränkt worden zu sein, die Tage. Und das ist nicht gut. Und auch in Rumänien, Bulgarien und anderswo, wo jetzt Sündenböcke gesucht werden und findet die, die man immer schon blöd fand, ne? Was an anderen Stellen der Welt wieder bei anderen Gruppen so ist. Also noch hat sich's nicht so durchgesetzt. Und deswegen ist umso wichtiger, was du gesagt hast, dass wir jetzt auch als Piraten die Stimme erheben. Genau. Weil wir in einem Land sind, in dem man es machen darf. Und was mich besonders freut, ja, und jetzt, das ist natürlich auch, weil ich mich selber dadurch sicherer fühle, aber es ist jetzt nicht etwa egoistisch gemeint,
In Deutschland haben wir es geschafft, vielleicht auch mit einer hohen Testrate, einer hohen Transparenz der Zahlen und so weiter, eine sehr, sehr niedrige Sterberate bei diesem Virus bisher zu publizieren und zu erreichen. Und vielleicht führt es dazu, dass gerade die Länder, die jetzt in den nächsten Jahren und Monaten, wahrscheinlich Wochen, noch stärker betroffen sind als wir, oder bei denen die Welle eben erst kommt, dass die ein bisschen gucken, was wir eigentlich gemacht haben in Deutschland. Und wenn wir das Richtige vorgeben, auch die richtige Meinung vorgeben, was passiert ist über dieses Virus, die richtigen Publikationen raushauen, dann bilden wir natürlich auch die Meinung und können da ein bisschen auch anderen Leuten versuchen, unsere Sicht darzustellen. Und die Chance dürfen wir auf keinen Fall verstreichen lassen. Ne? Also ich sag's mal so, wenn Ungarn sieht, Mensch, die Deutschen, die haben es geschafft, irgendwie bei 100.000 ihre Infektionszahlen zu drehen und haben nicht mal 2.000 Tote gehabt in ganz Deutschland. Was haben die gemacht? Ja, und was man darüber findet, ist, dass wir eben nicht die Parlamente beschnitten haben, dass wir eben nicht mit Notstandsgesetzen gearbeitet haben, dass wir eben nicht Ausgangssperren oder irgendwelche Überwachungshelikopter und Drohnen und sonst was eingeführt haben, sondern wir haben die Menschen aufgeklärt. Wir haben ihnen erklärt, sie müssen 2 Meter Abstand halten und es hat gereicht und es hat funktioniert, dass wir damit einen Maßstab auch an Umgang schaffen können, wie die anderen Staaten vielleicht dann sich entscheiden in naher Zukunft. Und ja, die Chance sollten wir als Piraten auf gar keinen Fall versäumen. Ja, weil ich sage ja auch immer, die wichtigste Aufgabe, die wir haben, ist Menschen Mut zu machen. Mut und Hoffnung. Weil wer Mut und Hoffnung hat, ist nicht nur fröhlicher, sondern kommt auch auf bessere Ideen. Ja, genau. Und, nicht wahr? Und da gibt es wirklich viel zu tun. Und ich würde mir wünschen, wir hätten mehr Leute, die gut schreiben können. Eben das auch nochmal zu erklären, weil natürlich weiß ich auch, dass es viele Leute gibt, jetzt ganz normale Leute, ganz normal gebildet, mit denen ich auch wenn ich sie nicht sehen kann, ja doch kommuniziere in diesen Tagen, die so wirklich auch nicht ganz verstehen, was da gerade los ist. Beziehungsweise sich halt fragen, stimmt das und oder nicht oder könnte noch passieren? Also, ne? Ja, wir müssen weil das, was aufklären. Man hört, ist eben teilweise eben mit Corona-Live-Ticker und was weiß ich. Also ich finde das ja unanständig geradezu. Das geht doch hier nicht um Fußballspiel, dass man da stündlich irgendwelche neuen Zahlen sich anschaut. Aber okay, das können wir nicht abschaffen. Das gibt es. Aber einfach, dass wir mutmachende Sachen rausbringen und eben erklären können, wie das ist und warum. Und dass es zwar blöd ist, aber wir sind auf einem guten Weg. Und gleichzeitig würde ich mir auch wünschen, jedes Mal, wenn ich einen Bericht sehe, wie schlimm es in Straßburg ist im Moment, ja, gibt's bitte in Kehl oder irgendwo in Offenburg oder so nicht vielleicht noch 1-2 Krankenhäuser, die noch sagen können, okay, wir können noch ein paar Fälle nehmen. Also so als gutes Zeichen auch innerhalb der EU, damit diese EU hinterher nach dem Ganzen, wenn es vorbei ist, gut weiter existieren kann. Ja. Dass da ein Vertrauen wieder entsteht, was verloren gegangen ist an vielen Stellen. Ja, also ich glaube auch, dass wir an der Stelle noch einen deutlichen Schritt aufeinander zugehen können. Und ich fand auch, was du angerissen hast, ganz gut, dass wir eben ein bisschen diese Haltung, diese umgekehrte Position propagieren. Nämlich so ein, es ist ganz schön schlimm, aber, ne, und nicht etwa, wie es umgekehrt immer gesagt wird, es ist ja eigentlich alles ganz toll, aber, das hasse ich, nämlich wie die Pest. Das klingt so ein bisschen wie, eigentlich gibt es überhaupt keinen Grund, sich zu sorgen, aber ich mache mir doch Sorgen. Ja, warum, wäre die nächste Frage. Die meisten Leute lassen sich dann wunderbar drauf ein. Man sollte genau umgekehrt argumentieren und sagen, schaut mal, das sind die Zahlen, die sind ganz schön schlimm, aber wenn ihr euch richtig verhaltet an der Stelle, dann ist an dem und dem Tag eine Verbesserung zu erwarten. Und wenn nicht an dem Tag, dann vielleicht 3 Tage später. Und bis dahin halten wir jetzt die Füße still und gucken, ob das funktioniert. Und die Position so ein bisschen zu vertreten, ist ja auch wissenschaftlich eigentlich die übliche Herangehensweise. Ne? Wissenschaftlich wirft man immer erst das Problem auf, umfangreich, und dann die These und nicht etwa umgekehrt. Was wir im Moment politisch und auch in den Medien und gesellschaftlich beobachten, ist immer das Gegenteil. Es wird erst die These aufgeworfen und dann wird angefangen, dran rumzukritteln. Und das ist unwissenschaftlich einfach. Ne? Also da muss man den Trend einfach mal drehen.
Ja, das hört sich an, es ist viel zu tun, ne? Ja, also ich meine, wie du sagst, wir bräuchten Leute, die ein bisschen schreiben. Ich will auch mal versuchen, was zu Oder auch schreiben. einfach oder ein Video drehen oder einen Podcast machen. Also auch kann man auch machen. Ja, Also ich kann das jetzt nicht, aber Leute, die das besser können. ein Podcast haben wir ja gerade eingetütet, der hat 50 Minuten. Ich würde dann vielleicht jetzt auch die Aufnahme stoppen, weil ich glaube, 50 Minuten ist auch eine gute Zeit. Und wir haben, glaube ich, viel angesprochen. Dann mache ich mal Ja. Stopp.